Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderschuhe interessieren. Dieses Mal mit einem kleinen Ausblick auf unsere nächste Frühjahr-Sommer-Kollektion. Und wie ihr seht, es wird bunt. Wir haben Farben ohne Ende. Wir haben klassische, wir haben ruhige Farben, angefangen vom Cognac-Farben, vom Jeans-Farben, bis hin mal zum bisschen quietschigen oder schönen hellen Gelb, der das Ganze noch mal ein bisschen mehr mit Frische aufpeppt. Und natürlich unsere allseits beliebten roten Modelle, geeignet für Jungs wie für Mädchen, weil es halt wirklich ein schönes, sattes, klassisches Rot ist. Oder auch wie hier beim Frodo zum Beispiel mal so ein bisschen in die Turnschuhrichtung geht es dann hier zum Beispiel rein. Ja, wunderschönes Modell, wie gesagt, super weich. Anatomisch korrekte Ausführung und mit einer Passform, wo ich dann immer wieder sage, jawohl, das hat Frodo wieder toll gemacht. Und da hat Frodo noch was Tolles Neues gemacht. Und zwar gibt es diesmal auch einen Barfußschuh mit Blümchendruck. Also für alle, die das sonst immer so langweilig empfunden haben, auch da lassen sich unsere Barfußlieferanten wieder mal etwas einfallen. Ich hatte es auch schon mal erwähnt in der Produktvorstellung von Develop. Wir haben jetzt auch einen Lieferanten, der Glitterhärten macht. Oh, toll. Ne? Damit sprechen wir natürlich auch wieder die kleinen Mädels an, die das sonst immer halt nicht so lustig fanden, wenn da gar nichts drauf ist. Und auch der Develop macht zum Beispiel hier einen sehr schönen Barfußschuh mit einem floralen Druck. Das war jetzt ein bisschen. Mit einem Gummizug auch noch mit vorne. Super toll, sitzt schön an den leicht breiteren Füßen, barfuß ausgeführt. Wunderbar und toll. Und ich glaube, da nehmen sich dann auch diese Modelle von Frodo überhaupt nichts. Also, ihr Barfußläufer, Barfußkäufer, das Schuh wie du erwartet euch. Wir haben eine große Auswahl an Modellen zu bieten. Und glaubt mir, das ist wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was ihr hier bei uns finden würdet. In diesem Sinne auf ein schönes, farbiges, neues Frühjahr.